Hallo, willkommen zurück zu Underhell. Ja, wo sind wir denn hier beim letzten Mal stehen geblieben? Da waren wir auf dem Dachboden. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich schaue mal eben ganz schnell, ob, was ich da gefunden hatte. Oder beziehungsweise ob die Brechstange, ob die jetzt hier liegt. Hier? Nein. Hier war das, genau. Die ist schon mal ein paar Tage nicht gespielt und schon finde ich nämlich nicht mehr zurück. Okay. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Basement Key, Schippe. Ja, ist also nicht mehr da. Die Brechstange, Eisen, was auch immer. Gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal nach oben. Ach, jetzt sind da wieder Batterien. Ist ja lustig. Ja, das ist egal. Jetzt ist es zwar diesmal Tag, aber... Irgendwie ist es trotzdem stockdunkel hier oben. Brunnen. Scheune, Haus, Scheune. Scheune könnte die Garage sein. Brunnen, Spielplatz. Okay, das wollte ich mir ja merken. Licht bringt auch schon ordentlich was. Fernbedienung fürs Gartenhaus. Das hatte ich euch ja bereits vorgelesen. Dann hat er das, warum auch immer, nicht gespeichert. Ich nehme jetzt einfach mal die Brechstange mit. Den nehmen wir da raus. Ich erinnere mich noch an diese Traumwelt, wo ich mich in dem komischen Schrank vor irgendeinem Monster versteckt habe. Abgeschlossen. Ja. Komm. So ist das erste Mal, dass ich wirklich spät abends. Warum geht das denn jetzt nicht? Spät abends so ein Spiel spiele. Normalerweise tendiere ich dazu, sowas zu spielen, wenn es draußen noch hell ist. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Okay. Vielleicht brauche ich die Brechstange ja in dem Gartenhaus. Ich gehe da jetzt einfach erstmal so hin. Also wenn das die Scheune ist, dann ist da vorne irgendwo auch ein Brunnen. Ich glaube aber jetzt nicht, dass wir hier das Grundstück verlassen können. Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist, wir haben hier eine Schaufel. Wenn hier ein Brunnen ist, dass wir den irgendwie ausgraben können. Oh, ich hoffe, ich kann mir das noch merken. Brunnen, der müsste dann da hinten sein. Gut. Erschreck mich nicht so. Batterien. Batterien sind gut. 10. August 2011. Heute ist etwas Außergewöhnliches passiert. Ich hatte gerade meine Schicht beendet. Ich öffnete die Tür und als ich hinaustrat, spürte ich ein seltsames Gefühl, seltsam und beruhigend zugleich. Ich fühlte mich sicher, als ob jemand über mich wachen würde. Ich drehte mich um und sah ihn auf der anderen Straßenseite. Er blickte mich aus freundlichen Augen an, so als würde er mich seit einer Ewigkeit kennen, genau wie im Film. Ich tat, als hätte ich ihn nicht gesehen und ging weiter. Ich sah zum Hügel hinauf, wo der alte Bauernhof stand, und als ich an der Ampel stehen blieb, stand er neben mir, mich immer noch ansehend. Ich spürte, dass ich ihm vertrauen konnte. Er sagte, hallo, mein Name ist Jake. Eines Tages werde ich dich heiraten und wir werden in dem Haus dort auf dem Hügel wohnen. Es war so klischeehaft, so albern und doch so romantisch. Ich glaube, ich bin verliebt. Sehr süß. Moment, abgeschlossen. Was? Geschenk von Frank. Oh no. Da hatte ich Angst vor. Könnte mich bewaffnen. Nehmen wir doch einen Farbtopf mit.
Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich jetzt einfach mal... eine Waffe hätte. Dann müsstest du eigentlich eine Waffe haben. Schaufel. Düdlü. Wobei, benutzen in dem Sinne kann man die ja auch nicht, oder? Keine Ahnung. Also, wenn das mit dem wenn die Karte für diesen Ort spricht und hier da was mit dem Brunnen sein sollte und ihr kennt dieses Spiel und habt das vielleicht schon mal gesehen, sagt mir Bescheid. Ich bin wahrscheinlich zu blond für sowas. Ich weiß, ich soll das nicht auf meine Haarfarbe schieben, aber... Ach je. Ich mag die Uhrzeit nicht. Ich bin müde, ich sollte ins Bett gehen. Diesmal mache ich das auch, weil es gibt ja auf jeden Fall ja noch diese Traumwelt. Ich weiß, dass ich nur den ersten Raum bis jetzt hatte und dass ich im zweiten nicht weiterkam. Ich werde mir den jetzt aber einfach nochmal angucken. Weil ich in dem Haus gerade auch nicht weiß, was ich noch machen könnte mit mit dem Brecheisen. Der Schrank ist verschlossen. Ich könnte versuchen, den Schrank aufzumachen. Vielleicht? Verdammt. Ich könnte den Strahl aber natürlich auch verfolgen. Ah, haha. Nerv. Ja, ich hasse diesen Raum. Weil ich da letztes Mal schon zu doof für war. Nein! Da war das Ziel. Oh, Menno! Nochmal. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt hier in einem Rutsch. Verdammt. Irgendwie schaue ich da mal rein. Oder die kommen dann schon von hinten an. Muss ich da einfach ein bisschen offensiver durchlaufen. Oh, Gott sei Dank. Es gab einen Zwischenfall. Jack hat gerade so überlebt. What? Jesus Christ, Tom. What the hell have you been working on down there? Und selbst ist auf jeden Fall Jake. Und mit dem Vorfall, das könnte der das in dem Krankenhaus gewesen sein. Juhu, drei.
Was freut mich, jetzt habe ich zumindest noch mal irgendwas in dieser Folge hingekriegt. Apropos der Spielplatz. Ein Schalter. Ach so. Da werde ich beide brauchen. Das heißt, ich muss von oben? Nee. Oder das könnte so eine Art Zeiträtsel sein. Kann man das irgendwie nochmal machen? Korridor. Vielleicht muss ich das zeitmäßig machen, dass ich die Kiste oben erst runterschmeiße, wenn das andere schon runterkommt. Könnte aber auch schwierig werden. Einfach mal gucken. Oh komm, lad schneller. Danach ist auf jeden Fall noch der Raum 4 und beim letzten Raum, da steht gar keine Nummer dran, ist aber auch nicht von zugenagelt. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Aber hier ist auch kein Hebel oder so. Oder... Von hier rüberspringen geht auch wahrscheinlich nicht. Nee. Ach, ich kann dich doch prächtig vielleicht im Wasser da drüber bewegen. So. Ah, jetzt könnte es sein, dass das direkt da drunter ist. Das, wo ich ja so begnadet bin, was Kistenstapeln angeht. Bei dieser Engine vor allem. So, sollen wir ihm sagen, wenn er aufwacht? What should we tell him when he wakes up? I won't be here when he wakes up. Werde nicht da sein, wenn er aufwacht, deshalb brauche ich dich. Should I tell him then? Ich sollte das nicht vorlesen, ich weiß. Es gibt eine Sprachausgabe. Ja, aber ich würde sagen, wir wachen jetzt einmal auf, weil das zeitlich gerade ganz gut hinkommt und ich einen Speicherpunkt gebrauchen könnte. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.